Und schon sind wir in Necropolis 1 mit vollen Herzen. Und ich würde sagen, wir gehen mal als allererstes zum Boss. Und ja, machen wir das doch mal. Haben Loki als Gegner, okay. Und haben so ein nerviges Nagel-Dingens, Stacheldingens bei uns im Raum. Und Explosionsfliegen. Aua. Okay. Da wurden wir zweimal getroffen. Haben ihn tot. Haben leider keinen Teufelsraum bekommen. Aber noch ein HP ab, wodurch wir wieder alle Herzen da haben. Oh Gott. Und jetzt kämpfen wir uns doch mal durch die Ebene. Wir können nur die Herzen treffen. Jedes Herz gehört zu einer Maske. Aua. Die Herzen sind verdammt schnell. Und das letzte Herz noch töten. Zack, ist es weg. Schauen wir mal, was in der Kiste für uns ist. Nichts Sinnvolles. Gehen wir weiter nach hier oben und erkunden die Ebene ein wenig rückwärts. Das ist doch auch schön. Aua. Aua, 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 aua. Ich mag diese auf einen Zusprint-Kacke nicht. Also die mittelgroße, die da, genau die da. Stirb, komm, stirb. So, tot. Da kommt gleich Geld raus. Aber erstmal will ich hier erstmal killen, weil wir auch das Geld nutzen könnten und vielleicht die Leute anpupsen können. Ja, wir verlieren ab und zu die Sachen. Ich weiß nicht, woran das liegt, welches Item das macht. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist interessant, dass das passiert. Muss ich im Nachhinein vielleicht mal nachgucken, was ich aufgehoben habe, woran das liegen könnte, dass ich Sachen verliere. Und wir machen noch die Kacke kaputt. Also, ja, nehmen das Geld mit und setzen das weiße Herzchen, also holen uns das weiße Herzchen. Den Pups-Penny lassen wir einfach mal liegen. Vielleicht macht er ja irgendwas Gutes. Okay, wir haben das schwarze Herz verloren. Und gehen mal weiter. Schauen mal weiter. Hat man gerade die On-Air-Anzeige bekommen. Weil ich ja, wie schon mal erwähnt, nur dadurch aufnehme, dass ich livestreame währenddessen und nachher meinen Ton dazulege. Und irgendwer ist scheinbar gerade auf meinen Livestream gejoint und schaut mir jetzt live zu. Hört aber nicht mein super spannendes Commentary. Hi. Oh, oh, nerviger Raum. Oh, da bin ich reingelaufen, das war dumm. Warum bin ich da reingelaufen? Warum? Das war doch so dumm. Und sie fressen sich alle gegenseitig auf. Schade, ich wollte das eigentlich ein bisschen rüberstupsen, so dass es... Oh Gott. Oh Gott, wie habe ich es dadurch geschafft? Alle getötet, sehr schön. Ein wenig Geld bekommen, den Schlüssel bekommen und noch einen Raum, dann können wir wieder aufladen. Haben die dicken Spinnen weg. Also die dicke Spinne. Und die Spawner kaputt. Können uns das weiße Herzchen holen. Und schauen mal, dass wir weiterkämpfen. Dich noch töten. Aua. Oh, da müssen wir uns von dem Stachelding treffen lassen. Ist ja immer nervig. So, so, so. Vaginas. Und weiter. Gehängte Leute. Meine lieben gehängten Gegner. Tötet euch bitte gegenseitig. Das wäre sehr lieb. Oh Gott, wurden wir oft getroffen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Aber wir haben den Raum geschafft. Können noch mal weiter in den nächsten Raum. Wo wir kleine, nervige, anhängliche Babys haben. Getötet, beide getötet. Und den Boss haben wir ja sowieso schon besiegt, heißt, das sollte eigentlich kein Problem sein, nachher sich noch das weiße Herzchen zu holen. Wir können hier mal in den Goldraum schauen, wo wir Schubdawub bekämen. Ich sage bekämen, weil wir es nicht mitnehmen. Da ich nicht so der größte Fan von Schubdawub bin. Und mir die Prayers Card deutlich lieber ist, wodurch wir ja immer mal neue. Oh, eine Pille. Oh, eine Bad Trip Pille. Immer mal neue Herzchen dazu bekommen. Geh nach oben weiter. Schauen da mal nach, wo wir noch mehr von denen hier finden. Alle tot. Sehr schön. Noch ein Raum. Dann können wir. Moment, waren wir hier schon drinne? Nein, waren wir nicht. Wir nehmen ihn mal mit. Den Punching Bag. Der jetzt wirklich dafür da ist, dass er von Gegnern sich treffen lässt. Also Gegner meinen jetzt ab und zu, mich anzugreifen, ihn anzugreifen, anstelle von mir. Was sehr lustig ist. Oh, Hände, 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 Hände. Aufpassen, dass sie nicht auf ihn fallen. Also wenn sie auf ihn fallen, fallen sie halt eventuell dadurch auf mich und darauf habe ich nicht so Lust. Noch eine Hand. Haben wir alle Hände? Ja, wir haben alle Hände. Nervige, springende, dicke Gegner haben sie aber alle tot. Sehr schön. Du kannst noch das rote Herz hier mitnehmen und schauen mal. Unsere Karte ist einsatzbereit. Das ist auch schön. Schauen jetzt mal, dass wir weiterkommen. Springen uns hier nochmal durch. Sehr schön. Wo wir das Cursed Eye bekommen. Das müsste das Cursed Eye sein. Das wir nicht mitnehmen. Dadurch können wir unseren Schuss, also mit diesem Cursed Eye könnten wir unseren Schuss aufladen und dann mehrfach benutzen. Das ist sehr schön, das mitzunehmen. Da wir jetzt unser Zeug mehrmals, also überladen können quasi. Oben unser weißes Herzchen-Dingens. Das Cursed Eye nehmen wir nicht mit, da es den Nebeneffekt hat, dass wir, wenn wir mehrmals getroffen werden, ab und zu aus der Ebene teleportiert werden. Und das will ich einfach nicht. Oh mein Gott, da kam ein Gegner raus. Damit habe ich nicht gerechnet. So, tot ist er. Gehen wir weiter hierher, setzen noch die Prayers Card ein, haben jetzt noch ein Herzchen mehr in der nächsten Ebene. Worüber wir uns natürlich sehr freuen. Yippie. Sind in den Tiefen 2 und spielen nochmal eine Runde hier oben. Okay, wir spielen doch nicht hier oben. Hier gäbe es aber das hier, was wir kurz sprengen. Und ein blaues Herzchen bekommen, sehr schön. Und dann wollen wir nochmal schauen. Aua, 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 aua. Lass dich doch nicht so oft treffen, bitte. Bitte, dankeschön. So, weiter, weiter, weiter. In einen sehr nervigen Raum. Der aber durch unser kleinen Freund dort gar nicht so schlimm ist, weil er alle Schläge abfängt. Und haben wir den Raum echt geschafft, ohne überhaupt Schaden zu bekommen. Wir schießen einfach mal ein bisschen, dass wir immer Fliegen spawnen. Was doch relativ wichtig für uns ist. Zack, 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 zack. Und tot ist er. Weiter. Kacki. Goldene Kacki, ob wir die brauchen, bin ich mir nicht so sicher. Dich mitnehmen, weitergehen, da lang. Geister! Geister. Weißbrot. So.
Ja, ich bringe diesen Spruch wirklich jedes Mal. Aber ich mag ihn. Es ist eine schöne SpongeBob-Folge. So, dich. Können die Geister mal sterben? Bitte. Teil der Geister spawnt auch die ganze Zeit hier oben bei meinem Freund. Ach, alle tot. Sehr schön. Können wir hier runter. Und den einen haben wir tot, bevor er gelandet ist. Den anderen haben wir nicht mal nach zweimal tot. Schade. Und der hat uns getroffen. Jetzt haben wir ihn tot. Da wären wir beinahe in die ätzende Flüssigkeit reingelaufen. Oh mein Gott, war das dumm. Laserstrahlspuckende Spinnen, von denen wir uns treffen lassen haben. Tun. Den Dicken hier noch tot, dich noch tot, kleines kopfloses Ding. Euch lassen wir mal kurz gegeneinander kämpfen. Ach, schade. Gut, dann eben nicht. So, und jetzt sind wir schon dabei, die Karte zu überladen. Das ist doch sehr schön. Schauen wir mal, was hier auf uns zukommt. Kleine Babys. Kleine Babys. Schreiende kleine Babys. Die sich teleportieren können. Und jetzt nur noch den hier treffen. Zack. Und der hat uns mehr Schaden gemacht als die anderen bisher. Schauen wir mal in die Goldkiste, wo ein paar Bomben drin sind. Leider kein cooles Item. Im besten Fall wäre hier ein Katzen-Item. Schauen wir hier nochmal rein, wo ein paar Gedärme rumrollen. Tot. Hier müssen wir kurz warten. Gehen wir hier lang, bisschen irgendwie voll gruselig aus, fällt mir jetzt erst auf. Ein Opferraum und ein Raum mit Gurglings. So. Haben wieder ein bisschen Schaden bekommen. Holen uns hier oben kurz das eine Herz mal. Hätten auch gleich in den Goldraum gehen können erst noch. Aber egal, ich hab's verpennt. Hier mal da rein. Das PhD, was dafür... Nein, nicht das PhD, das Ouija-Board. Ich dachte, das wäre das PhD, aber auf dem PhD steht PhD. Wodurch wir jetzt auch durch Sachen schießen können. Und jetzt sehen wir wirklich sehr gruselig aus, finde ich. Sehr gruselig. Sehr, sehr gruselig. Oh Gott. Ich glaube, wir bekommen leider keine zweite Aufladung voll. Das ist ein bisschen traurig. Ich hätte gerne zwei Aufladungen. Sprengen wir doch mal hier in der Hoffnung. Vielleicht ist dort ja ein Geheimraum. War irgendwie zu erwarten, dass er nicht dort ist. Und jetzt müssen wir doch die Kacke kaputt kriegen, dass wir ein bisschen Geld haben. Und gehen mal weiter nach da unten zum Bossraum, beziehungsweise könnten auch noch mal hier reinschauen, was da so ist. Der Shop, wo wir uns ein weißes, also ein graues Herzchen mitnehmen und dann weitergehen. Ich habe die ganze Zeit ein bisschen Schiss aus Versehen, die Bad Trip Pille zu benutzen und sind bei Mom. Was doch diesmal ein bisschen schwieriger werden dürfte. Tears. Da sind wir reingelaufen in die Made. Das war wirklich, wirklich nicht so schlau. Haben die Made tot? Haben. Das Ding tot. Das Ding auch gleich tot. Wurden wieder getreten. Oh Gott. Diesmal wird es auf jeden Fall deutlich enger. Deutlich, deutlich enger. Aber wirklich eng doch nicht. Wäre schön, wenn ich die beiden besser auseinanderhalten könnte. Aber irgendwie bin ich da die ganze Zeit ein bisschen verwirrt. So, die Tür ist auf unserer Seite. Durch die Charming Tears, aber das hilft uns überhaupt nichts. Ein bisschen Fleisch. Die Hand. Na, dreht doch nochmal. Warum trittst du denn die ganze Zeit nicht? Du trittst jetzt gleich wieder und triffst mich dann. Ich kenn dich doch.
Na, komm, komm, komm. Nein, noch nicht tot. Doch, tot. Endlich. Nimm den 8-Ball mit, dass ein Shot-Speed-Up ist. The Fool hilft uns nicht wirklich was, aber wir können es mal mitnehmen. Doch, The Fool können wir jetzt einfach mal einsetzen, wodurch wir rauskommen und noch ein paar Herzen sammeln können, wenn wir noch irgendwo Herzen rumliegen haben. Was wir doch bestimmt tun haben, tun. Also ich bin zumindest der festen Überzeugung, wir können noch irgendwo zwei Herzen herbekommen. Wenn nicht, finde ich das sehr merkwürdig, aber... Ah. Komm schon, Magnetraum. Lassen wir mal geradeaus. Hier bekommen wir auf jeden Fall noch ein Herz her. Und jetzt probieren wir doch mal, uns hier durchzusprengen. Nein, da ist kein Geheimraum. Könnte noch an vielen Stellen sein. Probieren wir hier mal aus. Da ist doch der Geheimraum. Sehr schön. Nehmen das Geld mit. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Gehen weiter. Und uns fehlt halt eben genau... Ich weiß gar nicht, ob wir uns vom Geheimraum aus in den anderen Raum reinspringen können. Wir probieren es einfach mal aus. Können wir. Sehr schön. Schauen in die Kisten, wo wir noch ein Katzen-Item bekommen. Was uns nicht so gut gefällt. Nee, das Katzen-Item ist nicht das Beste. Da wir so alle Herzen verlieren und nicht gerade viele graue Herzen haben, meiner Meinung nach. Schrägstrich, keine. Na, Loki, komm schon, bring dich um. Toter Loki, Monstro 2, der jetzt schießt und... Das erste Mal springt und uns trifft. Das zweite Mal springt und uns auch wieder fast getroffen hat. Beim Springen sogar. Da er ja auch beim Beam Buddy landen kann. Und das ist ein bisschen komisch. Springt er zu mir? Nein, er springt zum Beam Buddy wieder. Oder wie auch immer dieser Buddy heißt. Zu unserem Buddy. Diesmal ist er zu uns gesprungen und setzt den Laser ein und wir haben ihn tot, also nicht tot, also wieder weg. Wir sind aber den Laser ausgewichen. Er springt gleich nochmal, okay. Und springt diesmal dahin. Verfolgt unseren kleinen Freund. Das ist okay. Und tot ist er, nur noch die Fliegen töten. Beide fliegen tot. Was ist in der Kiste drinne? Noch ein Herzchen für uns. Ich würde sagen, wir nehmen die Katze. Gehen hier raus. Und setzen, bevor wir die Ebene verlassen. Oh Gott. Bevor wir die Ebene gleich verlassen, setzen wir... die Karte ein, dann haben wir zwei Herzen in der nächsten Ebene. Was echt eng wird, aber wir haben zwei Herzen dort. Du bist doch eine Full Health Pille. Ich dachte, du wärst eine HP-Up-Pille. Gut. Ja, dich können wir gerade mal einsetzen, weil du uns sonst eh nur Bad Trip bringst. Setzen die Karte das erste Mal ein, gehen eine Ebene weiter, bekommen ein Herz dazu. Ja. Und hoffen, dass wir... Curse of the Maze. Das ist eine große Ebene. Ah, er greift ihn an. Okay. So, jetzt... Ich schieße einfach mal in irgendeine Richtung. Damit wir... ein paar Fliegen spawnen. Zack. Und wir überladen jetzt einfach mal unsere... Prayers Card. Oh. Ich weiß gar nicht, was unser... Ich glaube, wir haben Schaden gemacht, dadurch, dass wir getroffen wurden.
Bin ich mir aber nicht so sicher. Komm, sterbt, Gedärme. Sterbt. So. Dich tot. Und dich klein. Auch tot. Gut, wir müssten es eigentlich echt überleben bis zu dem Stand, dass wir zwei Aufladungen haben. Ja. Noch ein Herz dazu. So, euch kann ich nur angreifen, wenn ihr nicht guckt. Da war was. Guck mal nicht. Bitte. Also, guck mal so. Nur angreifen, wenn sie so draußen sind. So, nehmen uns hier mal das Trinket mit und schauen mal, wer hier oben ist. Die Gurglings. Erster Gurgling ist tot. Zweiter Gurgling ist auch tot. Warten wir noch, bis die Blutspur weg ist. Nehmen uns die Münze noch mit. Und haben wir schon zwei volle Aufladungen? Ich glaube, wir haben zwei volle Aufladungen. Ja, sehr schön. Haben uns ein drittes Herzchen dazu geholt. Und hoffen, dass die Ebene noch ein bisschen größer ist. Das ist ein sehr nerviger Gegner, finde ich. Aber solange er unseren Buddy angreift, bin ich sehr zufrieden. Ja, und tot ist er. Gibt uns... Wir könnten einen Flat Worm mitnehmen, wodurch wir jetzt so breit schießen. Aber ich glaube, ich behalte mal das Faith ab. Ich weiß nicht, was es macht. Moment, da bin ich gerade verwirrt. Wie kamen wir denn vorhin dahin? Okay. Haben wir uns am Anfang irgendwann geportet? Okay, wir haben auf jeden Fall sehr wenig Leben. Sehr wenig Leben. Ich glaube, durch unsere Page werden wir ab und zu geportet, okay. Schauen hier mal rein, was wir hier... Ach, der Wurm. Okay, nein, wir kommen manchmal in random Räumen raus. Wir kommen manchmal einfach in random Räumen raus. Interessant. Und da sind wir das erste Mal gestorben.